Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, in der letzten Folge, die etwas zu lange gedauert hat, haben wir die Grundversorgung in Cap Trelawney hergestellt. Und heute werden wir versuchen, der Königin wieder ein paar Wünsche zu erfüllen. Nämlich, die möchte auch so einen Besucherkai und auch eine Handelskammer. Und da habe ich mir dazu überlegt, nicht mit Willi eine Allianz zu schmieden, sondern ich habe mir dazu überlegt, dass wir auch gleich die Items, die wir hier gelagert haben, mitnehmen. Jetzt schaue ich mal, ob wir da ein Schiff zur Verfügung haben. Ja, das haben wir tatsächlich. Und wir werden da mal in erster Linie, werden wir da jetzt einmal wieder ein bisschen was mitnehmen, denn wir brauchen ganz sicher Stahlbeton. Moment einmal. Moment mal. Warum haben wir so wenig Stahlbeton? Wo bockt es gerade beim Stahlbeton? Ohne die nötigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Oh. Oh. Okay. Die brauchen die Stahlbahn. Ich dachte, die brauchen Stahlträger. Na, dann schauen wir sich das mal an. So. Gut, dann versetzen wir die gute Hütte da mal. Nein, die versetzen wir nicht. Die lassen wir so stehen. Oh, die versetzen wir. Ja, die versetzen wir. Und zwar einen Sprung nach unten. Da können wir dann nämlich hier... das Lagerhaus hier so umzäunen. Und wir werden... Gefahr, das ist mir einfach zu hoch. Das ist mir einfach zu hoch. Ich schaue immer wieder, ich weiß, ich schaue immer wieder nach, aber wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Eisenhütten. Diese Stahlträger, also diese Stahlbahn hier erzeugen. Ja, ich habe fast versucht, dass wir das so machen. Aber gleichzeitig hier noch ein Lagerhaus hinbauen. Das upgraden, so gut es geht, genau. Das ist schon recht ordentlich. Ja, ja, ich weiß. Jetzt brauchen wir noch Feuerwachen. Jetzt fliegt uns das sicher demnächst um die Ohren. Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ich meine, da schaut es auch ziemlich mies aus da in der Gegend. Also da möchte ich nicht unbedingt wohnen. Ja, das sind aber eben nur Produktionsstätten in der Nähe da. Das passt schon so. Gut. Jetzt geht natürlich die Kohle auch runter und das Eisen. Aber wir gewinnen an Stahl dazu. Ja. So. Was haben wir hier? Ein Steinkohlevorkommen. Das haben wir nicht einmal angezapft. Was ist das? Das ist ein Eisen. Jetzt haben wir noch Kohle. Steinkohle haben wir angezapft. Eisen 1, Eisen 2. Zement brauchen wir nicht. Ölquellen haben wir genug. Lehmvorkommen brauchen wir aktuell auch nicht. Gerade versucht, hier auch noch ein Lagerhaus hinzusetzen, aber lassen wir das lieber. Das ist ja nur so als kleiner Bonus, dass man da mit der Kohle nicht so in Bedrängnis kommen. Hier auch nochmal, geht nicht, weil wir keinen Stahlbeton haben. Ganz einfach zu wenig.
Ja, lassen wir das mal und hoffen, dass sich das so einpendelt. Eisen geht massiv zurück. Kommt das Schiff nicht nach mit dem Liefern? Wir haben ja eine Route erstellt. Während sozusagen die Felle Kohle mitnimmt. Ah, das Eisen. Aus mit den Fellen. Naja, produzieren schon ordentlich, ne? Das haut schon hin, alles. Pelzmäntel, Fälle, Pelzmäntel. Das passt dir wirklich alles. Ich hoffe, dass auch bald das mit dem Zement da besser wird. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Stören Sie sich nicht an den Dampfwolken. Ja, das passt schon. So, gut, also. Lauter so Schiffchen. Sind alle nur mit 3 Stück besetzt. Das ist aber nicht so tragisch. Wir nehmen jetzt die Hafenmeisterei-Items mit. Und zwar nehmen wir ihn mit, dann nehmen wir die Reiseveranstalterin mit und dann nehmen wir den Rabauken mit. Weißt du nicht, ob wir den. Buch nehmen wir natürlich mit. So. Können wir noch irgendwas einpacken? Was wir drüben bauen würden. Auf jeden Fall den ganzen Stahlbeton. Das ist immer ganz wichtig. Und dann wird es auch schon Zeit, dass wir wieder eine Zeit lang in der neuen Welt verbringen müssen, denn wir brauchen Kaffee, wir brauchen mehr Rum und. Da werden wir auf jeden Fall noch herausfordernd weiterarbeiten. Jetzt möchte ich aber vorher etwas ausprobieren. Und zwar das andere Rathaus, da ist das andere Rathaus. So. Wenn ich hier jetzt dieses einsetze. So. 30, 30, 45. Wir könnten. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir geben da jetzt einmal die Vorschrift zur Empfängnisverhütung rein. Treiben die Leute da mal in die Höhe. Wenn wir über 40 sind, dann haben wir ein kurzes Zeitfenster und könnten auf Ingenieure upgraden. Das würde uns einen Mordseinflussboost verschaffen, den wir dann wieder in Handelskammern setzen könnten. Ja, also wenn man sieht, das Ganze läuft. So, jetzt wieder zurück zu den Schiffen. Die nehmen. Kohle. Eisen. Kohle. Die nehmen auf jeden Fall noch was mit. Was mitnehmen. Er ist voll, du nimmst jetzt noch Fenster mit und das von dem. Dann nimmst du noch das mit und das mit. Und du bist zu weit weg. Du nimmst mir bitte noch Stahlträger mit. So. Dann macht ihr euch auf den Weg nach Brown Falls. Leinen los. Ist das Schiff jetzt festgepackt oder?
ein Schiff erster Klasse. Leinen los. Sollen wir uns also mal umdrehen da, die Freunde? Alle in die gleiche Richtung schauen. Und jetzt nach Crown Falls. Bereit für den Einsatz. Gut. Dann läuft das jetzt ein bisschen besser und wir kriegen da wieder Stahlbeton. Das ein bisschen weiter produzieren. Gut, wir gehen zurück ins Cup und schauen, was wir hier noch machen können. Wir haben hier noch einiges zu tun. Wir werden jetzt dann zukünftig bald auch Brot und Getreide und das ganze Zeug brauchen. Schöne Hungen, die können wir dann irgendwann einmal machen. Dann gehen wir in die Arbeiterklasse. Dann schon weiter mit den Würsten. Jetzt ist meine Frage, soll ich nicht die Würste importieren? Das ist doch eine gute Idee. Wien könnten wir auch noch, aber das machen wir dann etwas später. Jetzt gehen wir mal in die alte Welt, noch einmal in die alte Welt zurück und schauen uns einmal an. Also wir haben extrem viel Würste. Wir haben Brot, wir haben Seife und das braucht man hier eigentlich gar nicht. Wir werden sich ein Schiff kaufen. Alles im Namen Ihrer Majestät. Oh, ich. Wir werden sich zwei Schiffe kaufen. Dann werden wir die arbeiten lassen für unsere Crown Falls Insel, bis wir dort zumindest mal auf eigenen Beinen dastehen. Aber andererseits, das stört mich gar nicht, wenn die für da unten produzieren. Dann haben wir zumindest das, was wir brauchen. So. Gehst jetzt auch mal einkaufen und wir werden jetzt mal die Zeit schneller laufen lassen, denn wir wollen wieder Geld haben. Optometrist Otto beeinflusst Brillenfabrik, produziert gelegentlich extra Glas. Wunderbar, das ist schon gekauft. Schneiderin, auch nicht, Elektroingenieur. Sollen sich hier ruhig ein wenig aus. Ja, wir werden den. Später heißt es dann Klappe zu, Affe tot. Beeinflusst Filmfabrik. Jetzt läuft's, oder? Ja. Betrüger. Kirchen brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Weiter noch ein Fähres vielleicht? Schiffsbauer brauchen wir nicht. Sommelier, beeinflusst Sektkellerei, Rumbrennerei, fortschrittliche Rumbrennerei. Gelehrte brauchen wir nicht. Noch ein Elektroingenieur. Elektriker, Glühbirnenfabrik, weniger Arbeitskräfte. Ah. Nehmen wir nochmal mit. So. Zurückgekehrt. Da gleich mal hin. Jetzt bauen wir endlich das, was wir da brauchen. Wir brauchen unbedingt eine Anlegestelle.
Temperaturkran-Anlegestelle. So. Warum können wir die nicht bauen? Ich versuche mich in dich hineinzuversetzen. Träger. Ja, wir haben Zeit. Die Anlegestelle. Die Hippopotamus. Die Orpheus. Ihr macht jetzt einmal Folgendes. Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Passt. Schaut's aus mit Willy. Auch er. Ist das so gut, wie es aussieht? Du bist durch und durch gut. So. Haben wir wieder was erledigt. Auf Ihren Befehl. Du kannst gleich einmal abladen und wieder zurück. Und wieder zurück. Da noch irgendwas? Nichts. So, dann. Neue Handelsroute. Route einrichten. Handelsroute von King's Landing nach Crown Falls. Und dann nimmst du mal mit. Kommst du zu und Orpheus kommt dazu. Und dann nimmst du mal mit Würste, Seife, Bier, wenn man dann noch brauchen. Würste, Seife, Bier und Brot. Genau. Das machen wir aber aktuell nur mit der Hippo. Das müsste mal reichen. Genau. Aber bevor du das machst, Moment, liebes Schiff, du fährst nochmal schnell rauf zum Sir Archibald Blake und du auch, weil vielleicht haben wir dann da für dich so Segel drinnen, dass du schneller bist. So, in der Zwischenzeit ist hoffentlich das Schiff wieder da. Dann gehen wir nochmal einkaufen. Nutze brauchen wir nicht, Weinbauer brauchen wir nicht, Kritiker. Ah, die müssen wir mitnehmen. Das geht gar nicht anders. Ein Arik. So. Das wäre natürlich... würde ich mich natürlich extrem freuen. Jetzt würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn noch ein Ferris auftauchen würde. Noch ein Elektroingenieur. Nein, jetzt haben wir aber genug. Die kriegen wir eh so oft. Ein gutes Item noch. Na komm, eins noch. Die Lüfter. Minen und Steinbrüchen. Ziegelei und Betonwerke. Liefert Elektrizität. Ziegelei und Betonwerke und liefert Elektrizität. Auf mal. Schauen wir uns sich an. So, dann fährst du zurück.
Setz die Segel. In der Zwischenzeit sollten die beiden Schiffe da oben angekommen sein. Perfekt, was haben wir denn da? Ihre Majestät benötigt kaum einen Rat. Nun, vielleicht mal hier, mal da. Ein Öltanker. Sie genießt einfach etwas Gesellschaft. Als Kind wurde ich Linienschiff. Einmal von einer zitternden Gans quer durch den Palast gejagt. Aber nachdem ich ihr die Eier zurückgegeben hatte, wurden wir noch gute Freunde. Meinst du ein Linienschiff? Die Krieg führen und so? Und dann Öltanker kaufen sich auch. Geld haben wir, Infos haben wir auch. Besetz die Station. Dann seid ihr gleich mal dran. Alles im Namen Ihrer Majestät. Ich glaube, ich muss das eher mit dem kaufen, weil der hat mehr Platz. So. Kalender der heiligen Tage. Was haben wir da? Grundsteuer. Schiffe. So, das ist nur verwendbar. Das braucht, glaube ich, wirklich keiner. Wärmetauscher. Mühlochmaschine. Schuster. Brauchen wir noch nicht. Aber ein Segel. Das ist auch wieder nur so. So, jetzt schauen wir weiter, was haben wir hier? Gibt's doch bessere Segel. Das nehmen wir und fertig. So. Dann kriegst du jetzt das Segel, genau, und du darfst gleich einmal los. Du gibst die Schraube dem Teil hier. Sind unterwegs. So. Die Schraube dem Teil hier. Achso, der kann überhaupt nicht schneller werden. Der kann wirklich nur Öl aufnehmen. Na, nicht so tragisch. Alles bereit. Dann kriegst du das. Mit dem größten Vergnügen. Und kaufen das halt schnell noch einmal. Bereit für den Einsatz. Und du gehst mir auch darüber zum Eli. Du? Das braucht ja keiner. Eine gute Verdauung. Neue Befehle. Welch höchst. Und. Oh, endlich kann ich mal diese Winde freisetzen. So, was haben wir da Gutes? Komm, gib mir gute Items. Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt sind wir unter einer Million, das passt, das lassen wir das Schiff. Und du, mein lieber Öltanker, kommst mir aktuell mal daher. Während du hast die guten Items drin. So, jetzt schauen wir mal schnell, ob wir, wenn wir das Buch rausgeben können. Nein, können wir leider nicht. Ich bin der Trägheit erlegen.
Ja, das wäre dann zu einfach gewesen. Geil, aber wir können doch hier... Ah, der geht nur auf Investoren. Na, ist nicht so tragisch. Das wäre ja dann doch zu einfach gewesen, wenn wir das jetzt wirklich mit dem Buch zusammengebracht hätten. Aber jetzt haben wir lang genug drin die Zeit, also lang genug das Buch in der, im Rathaus drin gelassen. Dann können wir sich da jetzt sagen. Das haben wir probiert, aber jetzt kommt der da weg. Das nehme ich auch wieder weg. Das wird eine reine Grundversorgerinsel. Die wir zukünftig auch unser Kaput versorgen eine Zeit lang. Schauen wir noch einmal schnell, ob da eh alles passt. Könnten mehr sein, aber wir haben Eisen und wir haben Kohle. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir noch Eisen wo abbauen. Haben wir noch irgendwo Eisen? Im Fellplateau haben wir aktuell 1, 2 Eisen angezapft. Wie sieht es hier aus? Brauchen wir hier Hopfen? Wie sieht es mit dem Hopfen aus? Wie sieht's mit dem Hopfen aus? Die Menschen lassen sie hochleben. Melzereien. Die Brauereien. Oh, eine Inspektion. Wir haben genug. Das heißt. Wir haben eine Krankheit. Wo ist das Krankenhaus? Und noch eins? Ja, das kriegen wir schnell wieder in den Griff. Er sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. Mühlstein. Ja, wir nehmen den Mühlstein mit. So, hier eine Handelskammer rein und dann wieder... Nein, das machen wir nicht. Wir haben auf jeden Fall... sollten auf jeden Fall... Uns gehen die Fleischkonserven aus. Kommen die nicht nach? Ja, weil die auch Eisen brauchen. Wir brauchen unbedingt Eisen. Wir brauchen dringendst Eisen. Aber bevor wir uns um das Eisenproblem kümmern, werden wir hier noch ein bisschen Lagerkapazität schaffen müssen. Gleich mal ordentlich da aufstocken. Jetzt kriegen wir 1250 Tonnen rein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir brauchen sie. Das können wir aufwerten. Das ist aufgewertet. Das können wir aufwerten. Das können wir aufwerten. Haben wir eigentlich genug Stahlbeton? Müssen wir noch aufwerten. Perfekt. Können wir da noch irgendwas tun?
Stahlträger, dann können wir den Hafen hier ausbauen. Das Kontor. Das ist die nächste Aufgabe, ist, dass wir das Kontor riesengroß machen. Jetzt haben wir keine Stahlträger mehr. Aber es läuft. Es läuft und wir brauchen, haben wir ja festgestellt, noch Eisen. Haben wir hier Eisen? Angezapft, Kohle. Nicht angezapft. Zapfen wir an. Steinkohle. Was bist du? Du bist das andere Kohlevorkommen, du bist das Zementvorkommen, du bist das Kohlevorkommen. Das heißt, passt. Jetzt haben wir ja irgendwo hier dieses Schiff. Einen neuen Auftrag. Ich gestatte dir mein Wort. Nämlich du nimmst jetzt Kohle mit. Und doch zögerst du. Die Menschen wissen mein Wort auf dein. Wie furchteinflößend du sein kannst. Hast. Hast. Die leiseste Andeutung eines Erfolgs Steuermann. Wäre immer noch deine Andeutung von Erfolg. Oh, du nimmst mir jetzt. Du nimmst mir jetzt die Fälle mit, du nimmst mir noch die. Das Eisen mit und du nimmst das Eisen mit und dann bist du dahin und jetzt geht's los. So. Dann haben wir das auch. Und dann schauen wir hier mal vorbei. Also, brauchen wir noch Hopfen? Also das mit dem Hopfen funktioniert. Das graden wir auch an. Mir fehlt noch einiges an Material. Haben wir keine Felle? Ne? Wir kommen mit den Fellen da gar nicht nach. Aber wir haben genug Pelzmäntel, oder? Das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Das darfst du nicht. Nein. Nicht irgendjemanden, der da mit den Brauereien da ein bisschen. Besser. Ah, den glaube ich hätten wir kaufen können. Egal. Das lassen wir mal so, das funktioniert. Wichtig ist für uns, dass wir jetzt sich da um das Eisen kümmern. So. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Eine Eisenmine. Kupfer, Steinkohle. Okay. Dann bauen wir ein Lagerhaus. So. Und jetzt das Hopfenschiff. Auf Ihren Befehl. Wo ist mein Hopfenschiff? Da ist mein Hopfenschiff und das bleibt einmal kurz stehen und kriegt eine neue Aufgabe. Hier hast du überhaupt Platz. Insgesamt bringst du 4 Sachen rein, das heißt, zusätzlich nimmst du Eisen mit und
Steinkohle mit. Ladest das hier aus. Annehmen. Okay. Und Start. Währenddessen du jetzt schnell mal... Moment, du gehst wieder zum... Sind unterwegs. Okay. Du was für mich? Polizisten, Zementierer, Zwiller ist das, was wir haben da irgendwas. Stammschneiderin. Jetzt haben wir wohl ein bisschen unser Glück überstrapaziert. Die Perlenmutter. Man braucht Talg, Talg haben wir genug. Zeichnerin. Arbeiter. Buchrad und Nähmaschinen. Das ist nicht notwendig. Nein. Das ist ein bisschen... Na, da läuft's gerade nicht so gut. Geil. Bleibst du hier mal stehen? Und du fährst mir bitte zurück auf unsere Hauptinsel. Dann bauen wir dich aus. Und dann brauchen wir noch 40 Fenster. Und 100 Ziegel. Fenster und 100 Ziegel. Lehm haben wir genug. Fenster und 100 Ziegel, ja, das klappt schon. So. Du nimmst jetzt eine Barrette mit. Du nimmst eine Ziegel auch mit. Wir müssen mal auf. So. Jetzt gehen wir mal darüber. Steuermann. Bretter und Ziegel. Ja, es ist ein bisschen mager da jetzt, aber. Was sollen wir tun? Erwarten neue Horizonte. So. Also, wir brauchen. Da haben wir jetzt Eisen, Steinkohle. Ein Lagerhaus hin. Kupfer, Steinkohle, Kupfer. Hier haben wir noch zwei Eisenminen. Was brauchen wir für Eisen? Brauchen wir jetzt mal alles. Aber was? Du packst jetzt wieder alles ein. Ein neuer Auftrag. Und Baumaterialien. So. Und gleich darüber fahren. Hier passt das mit dem Eisen und der Kohle. Eisen, Kohle und Hopfen. Alles bereit. Eisen, Kohle und Hopfen. Umdrehen und zurück. Gut.
definitiv eine große Optimierung, die da stattfindet. Wir sind ja schon wieder bei 40 Minuten. Ich dachte mir, die Folge wird kürzer, aber... Mumienbandagen. Werde ich mich dann später drum kümmern. Wir haben noch nicht mal ein Museum oder Palast oder irgend sowas. Jetzt geht es einmal wirklich darum, das Ganze produktiv zu machen. Eisen. 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 Kein Lagerhaus. Du brauchst ein Lagerhaus und das kriegst du auch. So. Passt. Und wo ist die nächste Eisenmine? Die andere Eisenmine. So. Und auch du kriegst ein. So. Und weil es so gut gelaufen ist, wird die Orpheus zukünftig das Eisen transportieren. Von hier nach King's Landing. Fürs Erste bitte alles an. So. Perfekt. Ja, dann wird das hoffentlich jetzt mit dem Eisen soweit klappen. Dann haben wir da hoffentlich schon genug produziert, dass wir hier noch upgraden können. Nein, geht sich immer noch nicht aus, weil wir zu wenig Ziegel haben. Das heißt, haben wir hier noch insgesamt 4 Lehmgruben. Okay. Das bauen wir jetzt noch. Lagerhaus. Und uns fehlen noch 27 Arbeiter. Das heißt, wir werden uns hier noch ein paar Arbeiter gönnen. Die werden wir sicher da unten hinsetzen. Perfekt. Haben wir ein paar Arbeitskräfte mehr. Gleichzeitig werden wir jetzt upgraden. Haben wir denn noch Bauern in den guten Einzug? Die müssen sich auch noch füllen. Dann haben wir auch genug. Genau. So, jetzt geht es da um den Fischen. Das muss doch klappen, oder? Wir haben ja genug Fische. Von allen ganz viel. So, jetzt aber. Gut, wir haben mehrere Minen angezapft. Wir haben wieder eine Folge, die über 40 Minuten dauert. Aber wir sind für heute am Ende
dieser Folge. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Nächste Folge geht's nach Cap Trelawney und dort müssen wir dann auch endlich weitermachen. Bis zum nächsten Mal zu Anno 1800. Servus.